ein Parteiduell gemacht bei meinem ersten Interaktivent. Das ist so ein Politikspiel, wo man so Thesen zu Fragen zuordnen muss, was auch immer noch läuft. Und wir haben das mit React geschrieben, also so ein JavaScript-Framework. Und dann haben plötzlich noch so ganz viele andere Leute angefangen, irgendwas in React zu schreiben. Und ich war so die Person, die es so ein bisschen konnte. Also wirklich auch jetzt nicht gut, aber so, ich konnte sowas so zusammenschmeißen und das hat am Ende funktioniert. Mit natürlich auch sehr viel Unterstützung. Aber ich weiß noch, dann waren wir in der Jugendherberge und dann haben wir da so nachts uns so gegenseitig React-Konzepte erklärt. Aber das ist nur noch so eine Erinnerung, so, wo ich mich so total gefreut habe, dass es so, dass ich auch so die Möglichkeit hatte, so meine Sachen so viel mit einzubringen so, und mein Wissen so auch an andere weiterzugeben. Gerade sowas wie, wir bringen uns Dinge gegenseitig bei, das müssten wir nie mit einplanen. Das war einfach klar, wir müssen nur die Leute aufeinander lassen und dann passiert das so. Das ist genau ureigen, das glaube ich auch. Und das aber und intrinsisch motiviert und so weiter, ist aber auch einfach so tief in der DNA von HackerInnen. Also so, da glaube ich, können wir einfach auch einfach ganz stark uns auch auf diese ganze Kultur verlassen. HackerInnen, Ethik und alles, was da drin steckt, hat schon immer irgendwie bei uns einfach funktioniert. Einfach indem wir die Räume zur Verfügung gestellt haben, die richtigen Leute zusammengebracht haben. Und ich glaube, am fasziniertesten waren die Leute, die neu dazu kamen, die zum ersten Mal bei einem Jugendhack waren und dann erlebt haben, was passieren kann, also wie kann Bildung aussehen im besten Fall. So, und diese strahlenden Augen waren irgendwie immer das, was am meisten Bock gemacht haben, weil das waren auch Menschen, die immer wieder kamen. Also so, das war einfach klar, für fast alle funktioniert Jugendhack gut, nicht für alle. Es gibt auch Menschen, die sagen, es waren das, ich habe da keinen Zugang gefunden, aber das haben wir ganz, ganz selten gehört. Und wir hatten halt von Anfang an so eine Wiederkehrerinnenrate von 70-80%. Also das war einfach von Anfang an total hoch. Und damit hat sich auch von Anfang an so eine Kultur fortgesetzt. So. Und hat sich ausgebreitet. Und dann kam 2015 die Städte-Events dann dazu. In Nord, Süd, Ost, West war damals die Kategorien, die dann beide nicht mehr gereicht haben. Und dann haben wir es einfach nur nach Städten benannt und so. Und das hat auch da immer von Anfang an funktioniert, weil wir schon die Community hatten, die das weitergetragen hatten. Und Flausch war damals, glaube ich, ein Wort, das viel verwendet wurde. Einfach so eine flauschige Atmosphäre, in der man sich von Anfang an wohlfühlt. Und das, finde ich, gibt es heute auch. Also so, dass sich diese Kultur des Teilens, des Wertschätzens